Soweit also das Pressestatement aus dem Bundesverteidigungsministerium nach diesem Krisengipfel zum Thema Puma-Pannen. Wir erinnern uns, im Dezember alle 18 Puma der Bundeswehr, die dringend eingesetzt werden sollten in der NATO-Speerspitze, hatten Pannen. Und so eben jetzt die Erklärung bei uns im Studio an Tag 3, auch heute General AD Carter. Herr Carter, wir haben es gerade gehört, nachdem Frau Lamprecht ursprünglich den schwarzen Peter der Industrie zugeschoben hat, teilen sich jetzt alle Beteiligten sozusagen ein bisschen die Schuld. Inwiefern war das jetzt ein glaubwürdiger Auftritt oder war das jetzt nur eine Friedenspfeife, weil jeder seine Interessen wahren möchte? Da kommen wieder viele Dinge zusammen, aber es entspricht vermutlich exakt der Realität, so wie in den letzten zwei Tagen schon gesagt. Und Sie werden auch gehört haben, keiner hat von einem Schützenpanzer Puma gesprochen, sondern alle haben von einem System Puma gesprochen. Und das macht den gravierenden Unterschied aus. Und das ist nach meiner Auffassung auch der Grund dafür, dass wir von einem so hochkomplexen Gerät sprechen. Wir sprechen also von einem Schützenpanzer und wir sprechen natürlich auch von der Besatzung. Und da drin ist ja das nächste System. Die Besatzung, der Infanterist der Zukunft, ist ja schon selbst ein digitales Wunderwerk. Und dieses digitale Wunderwerk im Zusammenhang mit dem Schützenpanzer, der auch eine völlig neue Generation, eine neue, völlig neue Qualität hat, das ist die Herausforderung. Und deswegen sage ich, der Schwerpunkt muss auf Ausbildung liegen. Das dauert halt, bis das zusammengespielt ist, bis der Mensch, bis der Soldat, bis die Soldatin die Komplexität dieses Fahrzeugs begriffen hat. Das kostet Zeit. Und dazu muss die Industrie natürlich beitragen, dass sie uns ein handlungsfähiges Fahrzeug auf den Hof stellt. Und schließlich ist die Politik natürlich auch gefordert. Die Politik muss dazu beitragen, dass das Ganze in ein System gegossen wird und dass die Akzeptanz da ist. Denn bislang war es doch so, dass alle militärischen Themen eher in einer Schmuddelecke waren. Und das muss sich ändern. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.